Es ist wunderschönes Wetter in Hamburg, aber das ist egal, denn ich habe heute etwas vor. Jeder von euch, der mir und Refaux folgt, der hat meine Schmach von Paris miterlebt. Und deshalb habe ich heute Folgendes vor. Ich habe mich ausgestattet, ich habe einen Ball und ich habe gehört, Ray Vogt ist in der Stadt. Und deshalb treffe ich mich mit ihm jetzt auf diesem kleinen verlassenen Court, um mir von ihm ein bisschen Basketball-Skills zu zeigen, nachdem er mich letztes Mal so hops genommen hat. Also, es geht los. Nimm deine Sneakers, das B-Ball am Freiplatz. Ich represent den Court in deiner Heimatstadt. Du hörst den Sound ohne 808 Slugman. Das ist der Classic wie... Was machst du denn hier? Ich war auf der Suche nach dem schmiesesten Basketballplatz in Hamburg und ich habe ihn gefunden. Wie gefällt er dir? Nicht. Was sagst du? Ist mir würdig, oder? Ich wollte gerade sagen, zum Level passt es sicherlich. Aber ich hätte wahrscheinlich Besseres zu tun, als hier Basketball zu spielen. Ja. Aber wir haben ja zusammen beide in Paris das NBA-Spiel erlebt. Ich durfte auf dem Court trainieren. Du hast aus weiser Voraussicht nicht mitgemacht. Das hat dazu geführt, dass ich mich in deiner Story gnadenlos blamiert habe. Und das möchte ich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen, Coach, kannst du mir heute ein kleines bisschen Tipps geben, wie ich das nächstes Mal besser mache? Ja, also da du viele, viele Tipps brauchst, ist es nicht so schwer. Wir fangen einfach ganz zum Anfang an. Voraussetzung wäre, dass du alles vergisst, was du weißt. Okay, ich bin mal null. Und ich habe mich vorbereitet. Pass auf. Wenn, bringe ich mich gleich in Stimmung. Ja? Zack. Ich glaube, ich stell mir einfach vor, du bist Michael Jordan und ich bin John Starks. Ich glaube, im Fußball würde man jetzt sagen, du bist ein Full-Kit-Wanker. Aber da fehlt wahrscheinlich noch die Shorts, um das wirklich... aber die Schuhe, ja, das passt schon. Ich fange ganz billig an. Und zwar, ich möchte aber, ich zeige es ja mal, dass du den Ball hier so auf die Finger legst, dass du eigentlich quasi hier mit dem Finger so reinfassen kannst. Also hier darfst du den Ball nicht berühren, sondern nur vorne hier so, ne, Finger, da kommt da rein, der Ball. Und dann stelle ich mal hier hin. Mal wirklich hier oben 90 Grad, hier 90, da 90 und dann wirf einfach mal so zack den Ball da oben rein, den du quasi den Ellenbogen alles gerade machst und dann hältst du am Ende so, dass die Finger quasi von oben in den Korb reingucken. Linkshänder, ja, genau. Ist okay? Ja, ist kein Thema. Ja, schon den Arm lang machen, den Arm wirklich so lang und ein bisschen angucken, dass alles richtig ist und dann, ja, okay, ja. Dann geht's weiter. Ja, okay. Guck mal, läuft! Yay! Du machst es so. Okay. Eigentlich macht man so, zack. Einfach nur den Arm durchstrecken, auch das Handgelenk. Ne? Zack. Also hat man eine lockere Biegung und hat dann Show. Und dann fängt der Ball auch ganz locker dadurch. Aber einfach ganz easy, den Ball oben halten, Handgelenk abklappen, nicht vergessen. Ja, schon besser. Mach wirklich die Hand wirklich hier, die Finger auseinander, dass du wirklich so viel Ball greifst, wie es irgendwie geht. Ja, fast. Ja, fast. Handgelenk getroffen nicht zum zur Seite, sondern nur gerade. Zack. Ah, okay. Ja, ist schon okay. Komm da schon hin. 36 weeks later. Finger auseinander. Den Ball bekommt raus. Ja, genau. Handgelenk am Ende immer zack. Das ist Gooseneck. Ja, wie so ein von der ganz so der Hals, der Kopf. Wisst ihr, was das Lustige ist? Ich habe sogar mal Basketball so in einer Mannschaft gespielt. Just wow. All wow. Es hat mir nie jemand beigebracht, wie man Basketball spielt. Ich muss einen grauen Bart kriegen, dass ich das erste Mal beigebracht kriege, wie ich das eigentlich mache. Da rein. 90 Grad, ne? Ellenbogen, ja, Schulter erstmal gucken. Coach? So, jetzt so. Und dann gerade, ne? Also Körper auch gerade. Nicht hier, wie gesagt, nicht so hier reindrehen, sondern okay. Immer gerade stehen, dass man auch, wenn du den Korb sehen willst, geht das gar nicht, weil der Ball halt quasi vorm Gesicht ist. So ein bisschen. Aber das habe ich aus den N1-Tapes gelernt. Ja, wir sind ja nicht beim N1-Tape. Ne? Aber jetzt können wir vielleicht schon den nächsten Schritt machen. So, stell dich mal hin, genau wie eben. Bleib ruhig da, wo du bist. Jetzt nimm einfach mal die andere Hand so daneben und die linke Hand quasi wird nur an den Ball, die wird gar nicht die Finger einfach nur ranlegen, dass es nicht runterfällt der Ball und dann gehst du hoch und wirfst den linken Ball einfach so stehen. Ja, Handgelenk, immer das Handgelenk. Mach immer zu wenig Handgelenk, ne? Ja. Mal der Regen kommt. Und 90 Grad, ne? 90 Grad hier auch in der Schulter haben. Du machst das wie so, als das Handgelenk gebrochen wurde, so hier so halb. Nein, hier runter und dann klar. Okay. Immer der gleiche Winkel sein, immer die gleiche Bewegung. Ob ich das nochmal rauskriege? Na klar. Ja, fast. 75 years later. Die Kraft kommt ja gar nicht aus dem Arm im Endeffekt, sondern die kommt ja aus den Beinen nachher. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, da kommen wir heute nicht mehr hin. Okay, ich will jetzt Dreier werfen. Was muss ich machen? So, jetzt machen wir weiter. Jetzt gehen wir mal hier hin. Bisschen weiter weg. So. Und jetzt kannst du wirklich mal aufpassen, dass du zu allem, was wir gerade gemacht haben, nimmst du den Ball jetzt hier mal vorne hin. Ne, und guckst, dass du die Finger mal so ein bisschen in den... Also das kann jeder machen, wie er will, aber ich finde es immer besser, wenn er in diesen Paneelen die Hände, die Finger hat. Den Ball an der Seite, dann nimmst du den Ball so hoch
und dann wirfst du ihn halt oben rein. Ne? Genau wie eben, einfach gerade. Und dann halt immer gucken, wenn du irgendwo hinzielen willst, ziel hier hinten, so an der hinteren Seite des Rings. Ach echt, okay. Ja. So, ein bisschen in die Knie vielleicht gehen, einfach nur ganz locker. Ja, genau, das ist schon mal sehr gut. Und das Handgelenk, wie gesagt, Füße gerade gucken, linkes Bein ein bisschen nach vorne bei dir. Genau, dann zack. Oh, ja, nicht vergessen, immer schön hohen Bogen. Ja, okay, ein bisschen viel Kraft, Sport, okay. Bisschen wenig. Der Winkel muss ein bisschen höher sein, aber bei dem Wind sage ich nicht nein, wenn du da House Rules spielst hier. Wie gedacht, ne? Denk dann, 45 Grad, umso höher du wirfst, umso besser. Genau, ist es für den Ball, weil da kann er von oben steil reinfallen. Ja. Das ist Physik. Ja, oder halt mit Brett. Okay, mit Brett. Sehr gut, sehr gut. Oh, wieder falsch. Ja, komm, mach mal zwei rein in Folge, dann kannst du rüber nach hinten gehen. 5 Billion Years Later. Oh, Morgen, was ist los? Was ist los? Das kann ja auch ein bisschen die Nässe sein mittlerweile. Ja. Mal, ich zeig's nochmal. Hinstellen und einfach nur hoch und dann ist im Endeffekt einfach nur den Arm durchstrecken und am Ende Handgelenk ganz locker. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ja, da bitte, ja, super, komm. Na komm, dann können wir jetzt. Erster Versuch. Du bist wahrscheinlich zu früh dran für dich jetzt, aber komm, so noch mal hier. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ich weiß, es sieht ungefähr aus wie Freiwurf. Ein Street-Freiwurf oder was ist das? Wahrscheinlich, ist eigentlich zu weit für einen Freiwurf. Aber gut, jetzt musst du wirklich den Ball nehmen. Am besten hier, sagt vom Körper. Und dann in einer Bewegung hochziehen. Und dann einmal kommen die Beine dazu. Wenn du den Ball jetzt hochziehst, ich sag mal so, wenn der Ball am Gesicht ist, dann aus den Beinen langsam hochkommen und dann geht er da rein. So, ist eigentlich ganz einfach. Das ist nicht schwer. Weißt du, was das Schlimmste ist, dass er auch immer trifft, Alter? Oh. Ja. Man könnte mal hinstellen, locker. Man könnte ein bisschen in die Knie gehen. Ja, sag, dann bei dir ist das linke Bein vorne, ne? Linke Hand. Und dann locker hoch, zack. Ganz chill. Können wir gerade. Na, nicht da oben stoppen, sondern das eine Weg. Von unten. Hoch. Fast. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Wir brauchen zwei Treffer, Alter, komm. Ich brauche schon wieder zwei Treffer. Ja, natürlich. Wann geht dein Zug? Heute ja. Noch, ne? Gott sei Dank habe ich noch kein Ticket gebucht, ey. Ja. Nummer eins, sehr gut. Es hat zu viel Kraft dabei, aber lassen wir mal durchgehen. Aufgrund der Umstände. Ah, nicht schlecht, da sind wir doch. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich würde sagen, Lektion Nummer eins. Das haben wir schon mal drin im Kasten. So, ja. Dann nochmal Korbleger los. Okay. Machst du mal einen Schritt mit rechts. Und dann springst du ab und dann machst du mit links einen Korbleger. Und zwar so Unterhand, das heißt, Hand ist unter dem Ball. Und du legst den quasi da oben rein. Wo wir eben hingeworfen haben. Also hingehen, auch Ball schön oben halt, nicht unten. Da kommen die Kleinen und wir hauen die weg. Ne? Ball und dann zack, einfach oben einlegen. Bei dem kleinen Korb ist auch kein Problem. Du kannst danken. Auch Dunking machen, wenn du willst. Du kannst danken bei dem kleinen Korb. Ja, im Korb kann ich reinschießen mit dem Fuß oben. Andersrum, hä? Womit springen wir ab? Ach. Komm, wir erstmal. Ah, fast. Das ist eigentlich alles falsch, was du machst. Pass auf, ich lass ihn nochmal. Zum Korb auch. Ja, na bitte, das ist das beste Ding, was ich heute gesehen habe. Siehst du wohl. Ja, auch noch. Stimmt, dass sie nichts bringt. Jawohl, jawohl, zwei jawohl, hintereinander, jawohl, jawohl. Sehr gut, sehr gut. Oh. Ja, mit Kamera, los. Ja, nice, sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt, wenn es schon so gut läuft, jetzt machen wir es halt mit Dribbling. Many, many minutes later. Ei. Wenn ich den reinmache, ne? Nochmal, jetzt einen hast du, dann haben wir es geschafft. Dann krieg ich mein Zertifikat, das ist so Level 1 Zertifikat dann, oder? Ja, Level 0, aber das ist ja auch ein Level. Oh, ja, dann halt mal beide Arme am Ball, auch am Ende, und dann aber zack. Ja. Du musst gar nicht so eine riesen Bewegung machen. Yes, da sind wir doch. Ja, ist doch gar nicht so schwer. So, nächstes Mal darf ich wieder mitmachen, oder? Ja. Mitmachen schon. Ich bin aus der Puste. Jetzt musst du reden, Alter. Danke. Reden? Gib mir mal den Ball. Ich möchte einmal kurz. Machst du einen Danke? Nein, muss ich jammen. Ich kann hier einfach so im Korb vorbeigehen, vor allem, wenn er so tief hängt.
Aber nicht, dass du irgendwie, ich meine, in deinem Alter muss man ja so langsam auch auf die Knochen aufpassen. Mein Ziel ist ja dank mit 50, da habe ich noch bis November Zeit. Noch einfach so. Das halt komm, so. Ein noch. Das ist blind, das ist viel zu flach, aber gut. Ohne Anlauf? Ja, ohne Anlauf ist ja. Einfach so oder was? Da brauchen wir keine Hangtime für. Vor allem nicht mal eine Chance, über den Korb zu kommen. Muss ja halt in die Richtung werfen. Ja, ich habe Angst vor dir, das ist mein Problem. Ich glaube, Basketball wäre nichts für mich. Oh nein! Finger war ich dran. Level 1 bestanden. Kurzen Applaus. Ich gebe der Einzige, der mehr Applaus gibt hier. Und jetzt kommen wir zu den Fakten. Lass uns mal über NBA 2K sprechen, ja. Denn dort sind wir am Ende von Season 4 und Season 5 kündigt sich an. Ja, das ist ja immer jede Season ist ja einfach eigentlich echt geil mit den ganzen, über den Signature Athleten, was es nicht alles gibt. Ich glaube, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, das alles aufzuzählen. Ich denke, das können wir ja vielleicht einblenden einfach. Aber es ist ja eine Sache für dich dabei, habe ich gesehen. Ich habe es gesehen. Lil Wayne kommt ins Spiel. So, was muss ich machen? Also freispielen musst du. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Da gibt es so einen Challenge. Ich mach das schon auf, ne? Aber, ja. Aber vielleicht kriegst du ja einen Code von 2K. Ich mag ja diese Verbindungen zwischen ja, Hip-Hop ja. Und diesem Spiel. Immer, dass das an so Kleinigkeiten sich aufzeigt. Ihr konntet auch NFL-Spieler gerade spielen. So diese Merges, die mag ich unheimlich gerne. Lil Wayne ist ein Ding, da würde ich auch schon mal ein bisschen Zeit für investieren. Auf der anderen Seite, ich meine, dem in deinem My-Team, ich meine, er heißt ja Lil Wayne. So, dass ich weiß ja nicht, wie gut er sein kann. Er ist halt Lil, weißt du? Wenn er gute Korbleger kann, so wie ich. Ja. Level 1? Ich weiß es nicht. Ja, der ist sehr gut. Ey, wer auf jeden Fall Korbleger kann, ist LeBron James. Denn der hat nicht die meisten Korbleger, aber die meisten Punkte jetzt gemacht. So. Ja, war auch kein Korbleger, war halt so ein Fadeaway, wie er das so gerne macht. Hast du dieses Foto gesehen, wo alle ein Handy in der Hand haben, nur eine Person nicht? Ja, welche Person war das? Weißt du das? Der Gründer von Nike. Gründer von Nike, ja. Der hat wahrscheinlich jemanden, der sein Handy gehalten hat, wenn du so viel Geld hast. So. Genau. Nee, das war natürlich krass, weil ich. Das wurde natürlich auch mega gehypt, ne? Spiel wurde unterbrochen, aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, das war ein Rekord. Der stand, wann hat Kareem Abdul-Jabbar aufgehört? Wann 88, 89. Seitdem steht der. Das ist aber verrückt. Kannst du dich daran erinnern, als der alte Rekord aufgestellt wurde? Nee, so alt bin ich dann auch nicht. Aber ja, aber ich weiß natürlich, dass Kareem Abdul-Jabbar, weil der ja Ewigkeiten auch gespielt hat, ne? Der war ja damals, hieß ja noch Lew Alcindor, erst bei den Bucks, ne? War ja voll das Phänomen. Der musste ja auch. Erst noch an die Uni gehen, ne? Das war ja bei LeBron nicht so. Ja. Hat ja an der Uni auch, ne, 3 Jahre gespielt, 3 Meisterschaften gewonnen. Der Typ war einfach unfassbar. So, und hat dann über 20 Jahre noch ein NBA abgeliefert. Aber dass der jetzt dann, ne, von LeBron eingeholt wird, da muss man schon sagen, das ist wirklich historisch. Man hat es in seinem Gesicht auch ein bisschen angesehen, dass er nicht so der Glücklichste war. Weiß ich nicht. Das habe ich auch viel gelesen. Da habe ich auch ein bisschen gegen geschossen auf Social Media. Man muss, glaube ich, verstehen, wo Kareem Abdul-Jabbar herkommt. Ne? Also, er ist immer Muslim geworden, ist konvertiert zum Islam. Hat natürlich diesen ganzen Rassismus in den 60er Jahren voll mitbekommen. Und ist einfach ein super, super, super introvertierter Typ, ne? Der einfach auch wirklich nicht so leicht, glaube ich, seine Gefühle zeigen kann. Das war immer schon so. Ne? Ich will jetzt hier nicht den viralen Moment kaputt machen, aber ich kann schon verstehen, dass er da nicht so aus dem Häuschen war. Hat danach auch, muss man sagen, einen sehr, sehr schönen Essay geschrieben. Er ist ja auch ein toller Autor mittlerweile, wo er erklärt, ne, wie wichtig ihm das war, dass LeBron das geschafft hat, ne, und wie er das auch hochhält, aber eben auch, dass er da nicht, ne, wie gesagt, so aus sich rausgehen kann. Glaubst du, wir erleben nochmal jemanden, der den Rekord von LeBron knacken kann? Ist ganz schwer. Ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, jetzt werfen alle Dreier, die spielen ja auch immer schneller, es werden immer mehr Würfe und so mehr Punkte. Ist alles richtig. Ist sicherlich auch leichter, das in dem Umfeld zu knacken, als jetzt für sich vor 20 Jahren, als stellen wir so 80-79 Finalspiele ausgegangen sind. Aber was man nicht vergessen, ich meine, LeBron James ist 38 jetzt, war
Natürlich auch mal verletzt ab und zu, ne? Aber eigentlich so die ersten 15, 16 Jahre war der einfach immer da, hat immer gespielt, kam aus der Highschool direkt. Von daher, das ist der Umstand. Du musst wahnsinnig viel Glück haben und einfach einen geilen Körper, der sich nicht verletzt. Und das ist nicht so leicht. Bei Kareem fand ich in der Statistik ganz geil irgendwo, der, wie er seine Punkte gemacht hat, ein Dreier. Ja, das war eine andere Welt auf jeden Fall. Genau. Ey, die neue Welt, in der wir uns in der NBA befinden, ist jetzt auch durch diese ganzen Spielerwechsel ja auch eine komplett neue Liga. Lass uns mal, wir müssen das nicht zu groß machen hier, aber ich habe zwei Fragen. Was sagst du zu den Trades und kannst du uns die kurz erklären? Und wie weit kommen meine New York Knicks? Die Knicks haben jetzt nicht so viel gemacht. Nur, dann haben sie Josh Hart geholt. Playoffs, also Play-in-Turnier und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das ist, glaube ich, schon das höchste der Gefühle, obwohl sie mir Spaß gemacht haben. Ich war ja unlängst in New York. Aber die beiden großen Trades waren natürlich einmal Kevin Durant, ne, von den Brooklyn Nets nach Phoenix, ne, zu Devin Booker. Der war, glaube ich, Season 3 oder Season 4 auch, der Athlet hier bei 2K, zu Chris Paul. Und die sind natürlich jetzt sofort Meisterschaftsfavorit. Der ist zwar noch verletzt, aber wird jetzt bald wieder spielen. Aber bei 2K kann man jetzt schon probieren, wie das funktioniert mit den dreien. Ja. Und das andere ist halt dann Kyrie Irving, ja auch von den Brooklyn Nets, der dann sagt halt, nee, ich möchte weg, wenn ihr mir keinen neuen Vertrag gibt. Und der ist jetzt bei den Dallas Mavericks an der Seite von Luka Doncic. Auch ein Meisterschaftsfavorit dadurch, oder? Eigentlich schon. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Suns natürlich jetzt Durant haben, muss man sagen, also wenn man jetzt mal so ein Power-Ranking aufstellen würde, wären die, glaube ich, schon Nummer 1 im Westen, was so die Titelaspiranten angeht. Und dahinter kommt ein relativ breites Feld, so 3-4 Teams, würde ich da sagen. Und da gehören die Mavs dazu, aber sie müssen halt verteidigen. Dafür muss Maximilian Kleber wieder fit werden, der Würzburger. Aber das ist gut. Hast du gerade Bock auf Playoffs? Weil ich habe das Gefühl, das ist schon, das wirkt offener als in den vergangenen Jahren. Es mixt sich nochmal neu durch. Nee, ist super offen. Das muss man sagen, die Saison zieht sich auch gerade jetzt so. Wir haben jetzt ja das All-Star-Weekend gehabt. Und das ist ja eigentlich an der Mitte der Saison, ist es mittlerweile aber nicht. Das ist immer nach dem Super Bowl, damit man da die Aufmerksamkeit mit abgreifen kann, dann von Sportamerika, wenn klar ist, wer der NFL gewonnen hat. Und jetzt sind es noch 25 Spiele ungefähr, so roundabout. Und so langsam kann es losgehen mit Postseason. Aber darauf freue ich mich brutal, weil das ist einfach ein anderes Spiel wieder. Da geht es wirklich ums Ganze. Man merkt jetzt so ein bisschen, die Teams waren ganz froh, dass sie jetzt eine Woche Pause hatten nach dem All-Star-Break. Wie stehen die Bulls in Richtung Playoffs für dich? Auch da ähnlich wie die Knicks. Die battlen sich da um die Play-In-Plätze. Ungefähr gleich auf. Ich würde die Knicks momentan ein bisschen stärker einschätzen, würde ich sagen. Aber das heißt nicht, dass ich denke, du solltest im Juni irgendwie Finals-Tickets in New York besorgen schon. Das meinst du noch nicht? Ich glaube nicht. Bisschen früh. Könnte ein bisschen eng werden. Wir haben aber etwas für euch. Wenn ihr wie ich hier im strömenden Regen mit dem Trikot stehen wollt und spielen wollt oder im trockenen Zuhause an eurer Konsole 2K spielen wollt, haben wir ein Geschenk für euch aus Paris mitgebracht. Denn wir beiden waren zusammen mit dem Kollegen hinter der Kamera in Paris beim NBA-Game und haben auch die Chicago Bulls gesehen und haben euch ein Trikot mitgebracht. Ja, von niemand anderem als Zach LaVine. Und wenn ihr wollt, dass es bald an eurem Körper klebt, dann macht bei diesem Gewinnspiel mit hier. Wir verlosen unter allen Einsendungen dieses Trikot und dann sehen wir uns nächstes Mal hoffentlich im Trockenen wieder. Ich trainiere hart. Dann haben wir uns aber schon was überlegt. Der nächsten Monat wird gezockt. So viel kann ich euch versprechen. Bis dahin. Tschüss, das war Getting Buckets. Nico Backspin, Basketball-Coach Dre, Level 1 Absolvent. Level Tschüss. 0. Hey, komm, wenigstens 1. 0. 0. 0. Level 0. Tschüss. Backspin.